Am Ostersamstag möchte ich euch einen Dauerkranz zeigen. Und ja, auch wenn es Samstag ist, ich wünsche euch schon mal ganz frohe Osterfeiertage und viel Freude mit eurer Familie. Und los geht's. Heute zeige ich euch einen sogenannten Dauerkranz. Also einen Kranz für die Tür, für den Tisch, den ihr das ganze Jahr über benutzen könnt. Und ihr müsst noch nicht mal irgendwas binden. Und zwar haben wir da als ja, Grundlage diesen Kranz hier. Den kennt ihr schon vom Video aus dem Herbst, wo ich euch eine Herbstdeko mitgezeigt habe oder sogar auch zur Adventszeit. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich sag mal, den habe ich wirklich mal für 5 Euro bei Aldi gekauft. Und ja, den werden wir jetzt ja schmücken sozusagen. Der Vorteil an diesem Kranz ist, dass wir hier ganz viele ja verschiedene Ästchen oder Blüten reinstecken können. Und starten tun wir mal mit ein bisschen Efeu. Das macht sich sicherlich auch wirklich, stelle ich mir jedenfalls vor, sehr gut hier außen. Ja, wir wollen ja auch verschiedene Sachen reinpacken und deshalb nicht ganz so viel. Ausnahmsweise habe ich wirklich mal, ja, das sind so Trockenblumen. Und diese Farbe fand ich einfach so super schön. Und die habe ich hier, weil das ist so ein Strauß hier in der Menge, habe ich bei Butlers gekauft. Und da werden wir jetzt einfach mal ein paar einzelne, die sind dann natürlich so lang und die schneiden wir wieder ein bisschen ab, einfach hier reinstecken. Und manche habe ich wirklich so in dieser Länge hier. Weil man kann das wirklich hier richtig schön reinschieben. Ja, und manchmal nehme ich dann eben auch wirklich so eine Menge, dass man kann natürlich auch alle einzeln machen, aber ich denke, das geht so auch ganz gut. Geht es ein bisschen schneller. Ja, so sieht es jetzt mal aus. Also grün und wirklich richtig schön pink. Und machen wir noch ein bisschen weiter. Ja. Immer wieder schneiden wir hier ja so in der Länge so ein paar Rispen ab. Und es ist wirklich super einfach. Es lässt sich hier einfach immer schön in den Kranz reinstecken. Daher die Empfehlung, dass das wirklich eine super Investition ist. Und wie gesagt, hat 5 Euro gekostet und können wir wirklich für jede Jahreszeit benutzen. Ich denke, so reicht es jetzt erstmal an Pink. Also Efeu und ja, diese Pink. Je nachdem, was eben gerade blüht, zu welcher Jahreszeit auch immer ihr diesen Kranz denn machen werdet, das sage ich mal, ist jetzt hier die Grundlage. Und dann habe ich hier ja nochmal so ein paar rosafarbene Wachsblumen. Und die halten ja auch wirklich immer super lange. Und da schneiden wir jetzt einfach nochmal was ab und stecken die auch noch hier mit dazu. Ja, und da habe ich es jetzt tatsächlich so gemacht, dass ich die ein bisschen kürzer geschnitten habe. Dann können wir da nämlich noch mal ein paar mehr reinstecken. Bei den Trockenblumen hatte ich die Äste ein bisschen länger gelassen. Und hier machen wir sie jetzt tatsächlich ein bisschen kürzer. Umso mehr können wir da reinschieben. Ja, jetzt haben wir hier noch ein paar von den Wachsblumen mit reingemacht. Und dann kommt es natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was es gerade für eine Jahreszeit ist. Ja, und da habe ich jetzt hier noch diese ja, wunderschönen roséfarbenen Blüten. Und da stecke ich jetzt einfach nur ein paar rein. Und die kann man dann natürlich auch immer jederzeit gut rausnehmen und ja, einfach auch nochmal was anderes mit dazu packen. Und da machen wir es aber auch so, dass wir sie wirklich kurz abschneiden. So sieht jetzt dieser wunderschöne pinkfarbene Dauerkranz aus. Und ja, wie gesagt, den können wir wunderbar auf den Tisch packen. Und hier in die Mitte können wir natürlich noch eine pinkfarbene Kerze reintun. Und wer jetzt noch einen kleinen Farbtupfer haben möchte, und wie gesagt, je nachdem, welche Jahreszeit es gerade ist, könnte man natürlich, ich habe jetzt hier noch gelbe Forsythie, und die dort einfach noch mit reinschieben. Ja, guck mal, so wunderschön sieht es aus.
Und ich denke, dass das ausreichend ist. Also mehr muss in diesen Kranz jetzt hier gar nicht rein. Das kann man jetzt hier noch mal ein bisschen hier mit reinbiegen. Dann ist es auch runder. Wie der Kranz so ist, ja, muss man immer ein bisschen probieren. Also Pink und Gelb finde ich, passt super gut zusammen. Und ja, je nachdem, was es für eine Jahreszeit ist, lässt sich da denn, wie gesagt, wir haben einmal die Basis und dann kann man natürlich noch mal schön irgendeinen Farbklecks noch dazu packen. Und da haben wir jetzt hier einfach gelbe Forsythie mit reingemacht. Also, ich finde das einen super schönen Kranz und den wollte ich euch einfach mal zeigen. Ich zeige es natürlich gleich nochmal von ganz nahem und stelle jetzt auch nochmal eine Kerze mit dazu. Ja, jetzt habe ich hier natürlich noch eine pinkfarbene Kerze und die zünden wir auch noch an. Ja, also ich finde es ein super, ja, fröhlichen Kranz. Ich finde es immer wunderschön, wenn man Sachen öfters verwenden kann. Und daher habe ich mir dann eben im letzten Jahr mal diesen Bastkranz gekauft. Und jetzt haben wir ihn mal für Frühling, Sommer und ja, außenrum ein bisschen Efeu und ja, diese pinkfarbenen Trockenblumen und ja, ein bisschen Kirsche, ein bisschen was von den Wachsblüten, die aber auch wirklich sehr lange immer halten. Und ja, was ganz Frisches, jetzt eben nochmal gelbe Forsythien dazu. Ja, und wie gewohnt natürlich, jetzt den Kranz nochmal von nahem. Hier haben wir die pinkfarbenen Trockenblumen und hier ein paar frische rosafarbene Blüten, gesammelte Efeuranke. Dann haben wir hier die rosafarbenen Wachsblüten. Ja, und den Kranz. Schöne pinkfarbene Kerze in der Mitte. So steht er jetzt hier auf meinem Tisch. Und als kleinen Farbtupfer hatten wir eben jetzt passend zur Jahreszeit die gelben Forsythien, die ich dann sicherlich irgendwann rausnehmen werde und eventuell durch was Neues ersetze. Oder aber vielleicht reicht sie auch ohne. Wie würdet ihr es denn machen? Oder welche Farbe würdet ihr dazu packen zu dem Pink und Grün? Ich bin wie immer gespannt. Auf jeden Fall viel Freude beim Nachmachen. Und bis nächsten Samstag zum nächsten Video.